Sind wir live? Guten Morgen, Vietnam. Na, guck mal, wer wieder da ist. Back in the Aluhut. Aluhut, Aluhut, Aluhut Gang. Aluhut Gang, Aluhut Gang. Was geht ab, Leute? Mit dem obligatorischen Livestream zum Wochenbeginn. Es ist ja jetzt letztendlich Montag und es ist sehr, sehr wichtig, gut in die Woche zu starten. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, gut in die Woche zu starten. Deswegen, ja, bietet der Onkel euch den montaglichen Livestream, um eure bereits beschissene Laune, die ihr durch Corona und Co. schon habt, noch weiter zu verschlimmern. Also, willkommen. Willkommen im Chaos. Es gibt da so ein paar Sachen, die möchte ich gerne mit euch besprechen. Und zwar bezüglich dieser ganzen Geschichte mit der Sperrung unseres Kanals und den erstens vermeintlichen Hintergründen. Zweitens der offiziellen Erklärung von Google, die ich jetzt bekommen habe. Drittens, das menschliche Verhalten, was durch diese Nummer so ein bisschen auffällig geworden ist. Und dann noch so ein paar Kleinigkeiten, die einfach insgesamt mit logischem Denken zu tun haben und menschlichem Potenzial. Im Bereich des Verstands, wo wir, glaube ich, letztendlich durch Corona, aber auch durch einige andere Sachen jetzt mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen mitbekommen haben, dass der menschliche Verstand gerade hart gechallenged wird und dass wir einfach mit der Realität, glaube ich, leben müssen, dass Menschen dumm sind. Ich glaube, das müssen wir einfach jetzt mal akzeptieren. Ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass etwas, was mir ein guter Freund mal vor kurzem irgendwie gesagt hat, der sehr begnadeter Musiker ist, gute Videos dreht, Physik studiert hat und wirklich ein sehr intelligenter Geist ist, der zum Beispiel auf Verschwörungstheorien und so einen Scheiß gibt, der ist wirklich der Meinung, dass diese ganze Corona-Sache, wie sie im Mainstream kommuniziert wird und so wirklich auch genauso stattfindet, wie sie im Mainstream stattfindet. Er hat hier und da mal vielleicht eine kritische Meinung, aber ich würde ihn halt eher in Richtung Mainstream einordnen. Ich glaube, der könnte mit einem Attila Hildmann gar nichts anfangen. Seine Meinung, die mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, war, Menschen sind ja prinzipiell eigentlich dumm. Dachte ich mir auch, okay, eine harte Aussage, Bruder. So. Mittlerweile glaube ich, er hat recht. Ich glaube, das ist auch nichts Schlimmes. Menschen können gerne dumm sein, denn aus dumm kann ja mal irgendwann schlau werden, weißt du so? Und da kenne ich halt die Kurven nicht. Ich weiß nicht, wie sich das verhält. Werden wir gerade schlauer? Werden wir dümmer? Solange die Leute dumm sind und werden schlauer, habe ich ja kein Problem damit, dass Menschen dumm sind. Aber das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen Spaß. So. Letztendlich geht es um diese Kanalgeschichte. Wir kommen noch mal zur Logik und zum Menschenverstand. Dazu kommen wir später. Ja? Und letztendlich geht es darum, dass dieser Kanal von Boogie mindestens auch mein Kanal ist, wie ihr wisst. So. Weißt du, die Katze ist mittlerweile aus dem Sack. Ich habe den Kanal gegründet. Sorry, dass ich eure Illusion kaputt machen muss. Also an die verballerten Atzen, die Boogie als Heiligen sehen und ihn anbeten von morgens bis abends, so, weißt du, die dann jetzt aus dem Gebüsch gesprungen kommen und sagen, ach, der arme Boogie, jetzt wurde dem ja seine Existenzgrundlage unterm Fuß weggerissen, dadurch, dass er sich mit diesen Idioten einlässt, hätte er ja nicht den Hildmann eingeladen und hätte er nicht auf Aluhut-Belasch gehört, dann hätte er ja noch sein Business, was ihm jetzt dadurch kaputt gemacht wurde. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr einfache Art zu denken und ich kann es auch nachvollziehen, dass manche so denken, wenn sie dumm sind. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. So viel nochmal dazu. Aber auch dazu kommen wir später. Letztendlich geht es darum. Wichtig ist einfach nur Folgendes.
Der MC Boogie Kanal, den versuchen wir nochmal zurückzuholen, aber das ist natürlich ein Kampf gegen einen Giganten. So, ne? Google ist ein Gigant. Was ist genau passiert? Während dem Livestream vom 100% Real Talk wurde das Kabel gezogen. Mittendrin stand nur dabei. Bam, war der Kanal weg. Dadurch wurde der Livestream natürlich gelöscht. Ne? Dieser Livestream mit Attila Hildmann hat richtig für Furore gesorgt. Also Leute rasten jetzt so völlig aus. So völlig. So, ja. So als hätten wir Adolf Hitlers Reinkarnation eine Plattform gegeben, dass er bei uns sprechen darf. So, so nach dem Motto, verbietet ihn, verbrennt ihn. An was erinnert es uns, wenn wir uns mal alleine die Historie angucken der letzten paar Wochen? Das erinnert mich A an Leon Lovelock. Es erinnert mich B an Xavier Naidoo. Und es erinnert mich C an menschliche Dummheit. Das ist das, woran mich das erinnert. Denn beide Fälle wurden meiner Meinung nach ein bisschen zu hart gebasht. So, ne? Also der Leon war derjenige, der verantwortlich war durch seine kruden Theorien, dass Omas sterben werden. Ne? In der Corona-Krise, falls wir uns noch richtig erinnern können. Xavier Naidoo war ein Nazi. Auf einmal ein Nazi. Nicht mal rechtsradikal oder rechtsextrem. Nein, ein Nazi. Ja klar. Ne, die Leute da draußen wissen ja selbstverständlich, worüber sie reden. Und Sprachpräzision ist natürlich eine Sache, die da ganz groß geschrieben wird da draußen. Man benutzt natürlich auch total nach. Ne? So, habe ich hinter den Kulissen, teilweise auch so ein bisschen vor der Kamera und so weiter, habe ich ja den guten Attila auch mal so ein bisschen ein paar Sachen erzählt und habe ihm auch gesagt, ey du, also so, weiß ich nicht, so würde ich das halt nicht machen. Aber letztendlich ist Attila Hildmann ein erwachsener Mann und hat Gottverdammt nochmal genau das zu machen, was er für richtig hält. Und dann ist es in Ordnung. So, weißt du? Besser? Gib mir mal einen Daumen hoch, wenn Internet okay ist. Ich habe jetzt mal kurz den Server gewechselt. Und Gott sei Dank war es diesmal nicht Google. Es müsste gleich wieder gehen. Geht's wieder? Geht's wieder? Naja, das wird jetzt ein bisschen zu wild hier mit den Verschwörungstheorien hier, mein Freund. Jetzt machen Sie Onkel B schon einen Strich durch die Rechnung hier mit seinem Internetanschluss. Also jetzt müsste ja alles wieder klappen. Ne? Ich habe den Server mal kurz gewechselt. Von CIA auf NSA. Baby, baby. Baby, baby. Alles klar, Leute. So. Worum geht es mir jetzt hauptsächlich? Hauptsächlich geht es mir jetzt darum. Es gibt verschiedene Sachen, die ich jetzt unter einen Hut bekommen muss, die wichtig sind. Und zwar, gibt es da draußen jetzt so die Pseudos, die erzählen, ach, der arme Boogie, der wurde jetzt vom Bela schon vom Hildmann kaputt gemacht und der hätte das ja selber eigentlich gar nicht gemacht und der ist jetzt der Leidtragende, sein Kanal wurde gelöscht. Und oh Gott, der arme Boogie. Ah, oh, der arme Boogie. Ja? Okay, der arme Boogie, ja? Ich erzähle euch mal was zum armen Boogie. Ich erzähle euch mal jetzt viele Sachen nicht zum armen Boogie, weil ich ihn einfach nicht in die Pfanne hauen will, weil es mein Bruder ist. Okay? Ich erzähle euch mal nur die Sachen, die ihr wissen solltet. Die anderen Sachen lassen wir mal weg. Vielleicht in 5 Jahren reden wir nochmal drüber. Ja, was den armen Boogie so betrifft. Denn er selber sieht sich bestimmt nicht in dieser Opferrolle, wie ihr ihn jetzt gerade da draußen darstellen wollt, warum auch immer. Letztendlich geht es darum, der arme Boogie hat wirklich viel dazu beigetragen, dass 100% Real Talk zu dem wird, was es heute ist. Und zwar mit seinem Charakter, mit seiner Art und Weise, mit seiner Liebenswürdigkeit, ja, und mit seiner Position in diesem Game, die er sich einfach verdient hat, weil er einfach ein sehr, sehr guter Kerl ist und der immer Hip-Hop im Herzen getragen hat und schon voll viel gemacht hat und schon immer am Start war und Leute gekannt hat. So. Boogie ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Qualität unserer Gäste ziemlich hochwertig war. So. Ich hätte wahrscheinlich einen Sido nicht an den Tisch bekommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich habe mit Sido halt einfach so gut wie nichts zu tun gehabt in meinem Leben. So, weißt du so? Zum Beispiel, jetzt so, ne? Das ist halt Boogies Position. Aber letztendlich,
Boogie wusste ja nicht mal, wie man Instagram schreibt. Das ist nun mal auch eine Realität. Es gibt ja immer noch ein Facebook-Video davon, wie ich live sein Instagram eingerichtet habe, damals bei mir im Studio, ne? So. Das heißt, der gute Boogie hat erstens mal Top-Qualitäten als Mensch, hat es verdient, finde ich, in diesem ganzen Zirkus stattzufinden. Und auf der anderen Seite hat er aber sehr, sehr wenig aus seinem eigenen Brand gemacht. Denn der gute Boogie ist derjenige, der durch Berlin läuft und durch Deutschland läuft und wirklich überall erkannt wird, weil er ja auch dieser Charakter ist. Alle wollen mit Boogie immer Autogramme und Fotos haben, als wäre er so ein verschissener Superstar. Aber er sitzt am Kameradenweg 5 in derselben Wohnung seit gefühlten 85 Jahren und hat dieselbe ranzige Couch, auf die er chillt, die auch noch von Easy Does It transportiert wird ins MTV-Studio, ins teure, wo er sich dann auf die ranzige Kameradenweg 5 Couch setzt und authentische Interviews führt für Yo MTV Raps. Das ist der gute Boogie. Der gute Boogie ist derjenige, der wirklich ein Top-Herz hat, aber sehr, sehr wenig Geschäftssinn. Deswegen läuft er durch die Straßen, wird überall erkannt und das Geld fliegt ihm nur so um die Ohren und er sammelt halt einfach nicht auf, weil er einfach diesen Sinn dafür nicht hat. Und letztendlich in den letzten Jahren wirklich sehr viel finanziellen Struggle gehabt hat, viele Probleme gehabt hat mit Konsumverhalten und wirklich sehr, sehr viele Fehler gemacht hat, die ihm halt sehr, ja, also sein Standing in der Szene und sein Geld machen und so weiter halt einfach auch irgendwie verkackt hat, so, ja, um es auf den Punkt zu bekommen. Und da wird er der allererste sein, der sagen wird, ich habe da wirklich viele, viele Fehler gemacht. So. Worauf will ich hinaus? Der arme Boogie, um den ihr jetzt gerade heult, weil jetzt gerade wegen mir und Attila und den ganzen anderen Aluhutträgern, ja, wo ich mal behaupten würde, dass 99, mindestens 99 von 100 Leuten da draußen, die den Begriff Aluhut benutzen, noch nie in ihrem Leben mal recherchiert haben, wo das überhaupt herkommt. Ich wette mit dir, 999 von 1000 von diesen Bekloppten da draußen wissen nicht mal, dass es ein Begriff ist, der abzuleiten ist von Huxleys Neuer Welt. Wissen sie nicht, aber egal, benutzt mal ruhig weiter, ist kein Problem. So, letztendlich, Boogie, der arme Boogie, wo wir jetzt gerade schuld sind, dass er sein Business zerstört bekommt, hat von mir damals sein Instagram eingerichtet bekommen. Ich habe den YouTube-Kanal für ihn eingerichtet. Ich habe ihm ein Konzept näher gebracht, was diesen Podcast angeht. Der 100% Real Talk ist mein Konzept. Boogie Life ist mein Konzept. Ich habe mich um die komplette Finanzierung gekümmert. Alleine, wohlgemerkt. Also, wenn es um Equipment ging, Tisch kaufen, einrichten, machen, tun, 100% Real Talk ist 100% meins. Der MC Boogie Kanal ist 100% meins. Was jetzt die Kreativität angeht und alle Konzepte, ich habe die Verhandlungen geführt. Ich habe das Sponsoring Money auf ein Level hochgetrieben in den Verhandlungen, was wahrscheinlich niemand erwartet hätte. Nicht mal die Leute, die in Boogies Kreis wirklich Geschäftssinn haben, wie Frauenarzt. Ja? Und letztendlich hat der gute Boogie in dem letzten Jahr alleine durch den 100% Real Talk und durch den MC Boogie Kanal inklusive Boogie Life und allem anderen Kram, den wir da gemacht haben, hat der Boogie, der gute arme Boogie, der jetzt gerade wegen uns gefickt wird hier gerade, hat tatsächlich mehr Geld gemacht, als er es mit allen seinen Platten insgesamt in seinem Leben wahrscheinlich verdient hat. Alleine was nur CD-Verkäufe angeht. Lassen wir es mal vielleicht in seinem Leben, aber die letzten 10 Jahre kann ich euch garantieren. Garantieren, ja? Der gute Boogie ist von Junkie und kein Geld in der Tasche, was er ja selbst in seiner Dokumentation, die ihr auf TV Straßensound euch reinziehen könnt, wo er das selbst auch erzählt, wie niedrig das war, sein Level, wo er sich selbst umbringen wollte und ein Dauergast war in psychiatrischen Einrichtungen etc. und eigentlich sich schon komplett aufgegeben hatte, ist der gute Boogie dazu gekommen, mittlerweile eine eigene funktionierende Firma zu haben, mit NMK Entertainment als offizielle Firma, recht wenig Probleme. Manchmal gibt es mal hier und da einen kleinen Aussetzer beim guten Boogie, aber eigentlich recht wenig Probleme im Vergleich zu damals mit Drogenkonsum und so weiter. Hat ein Ziel, wo er morgens aufsteht und sich denkt, geil, ich habe was zu tun.
was ihm effektiv Geld in seine Tasche bringt und wirklich nicht wenig Geld in die Tasche bringt. Wir lassen mal die Zahlen jetzt mal beiseite, aber es ist wirklich nicht wenig Geld und sich selbst so eine Existenz aufgebaut hat und einen neuen Lebensmut gefasst hat letztendlich. Das ist das, was wirklich passiert ist durch den MC Boogie Kanal und durch 100% Real Talk. Und ich will nicht einmal einen Klopfer auf meine Schulter haben, deswegen erzähle ich euch das nicht. Der einzige Grund, warum ich euch das erzähle, ist, damit die Fake News da draußen einfach von euch genauso lächerlich empfunden werden wie von mir, dass es jetzt heißt, siehst du, Boogie, hättest du dich mal nicht mit diesen Idioten eingelassen. So. Boogie, du solltest dich geschäftlich von Belasch trennen, habe ich gehört im Internet. Weißt du, was Boogie dann noch hätte? Nichts. Das ist das, was ihr euch für den guten Boogie also wünscht. Also die Leute, die da draußen mir erzählen wollen, dass Boogie denen voll am Herzen liegt und dass sie da jetzt gerade ein ganz, ganz großes Problem darin sehen, was gerade passiert ist, weil Boogie jetzt das Geld beschnitten wird und seine Wirtschaftlichkeit und sein Vorwärtskommen und der Kanal ist weg und wir Idioten, vor allem dieser Idiot Belasch ist da dran schuld. Jetzt, nachdem ich euch das alles erzählt habe, wie das wirklich tatsächlich stattfindet hier im Hintergrund, könnt ihr euch mal selbst ein paar Gedanken vielleicht dazu machen. Letztendlich, was das alles für den guten Boogie gebracht hat innerhalb dieses Jahres. Denn der 100% Real Talk ist ein Jahr erst geworden. Wir haben das im Mai 2019 erst angefangen, ne? Und trotzdem, ja, trotz dessen, dass es erst ein Jahr alt ist, ist es das mit respektierteste Urban-Format überhaupt da draußen auf YouTube, Digga. Und haben sie uns versucht, die ganze Zeit zu ficken? Ja, haben sie. Wie haben sie versucht, uns die ganze Zeit zu ficken? Sperrungen, Antisemitismusvorwürfe, Berichte in der Taz. Warum distanziert sich Hip-Hop nicht von diesen gefährlichen Leuten? Alles, was man macht, ist irgendwie falsch. Weißt du so? Du kannst jemanden von der Großfamilie einladen, dann sagen sie, wie kannst du jemanden von der Großfamilie einladen? Promotest du den jetzt? Du kannst einen Typen von der AfD einladen, da heißt es, wieso lädst du einen Typen von der AfD ein? Du bist gefährlich. Lädst du einen Attila Hildmann ein, heißt, ja, du bist gefährlich. Du lädst Attila Hildmann ein. Mein Gott, wer ist denn nicht gefährlich? Was wollt ihr Fotzen da draußen eigentlich von uns, ihr Spasten? Was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr? Sollen wir nur noch, Alter, die glatt gebügelten kleinen Bastarde einladen, Alter, die sowieso überall in euer Mainstream stattfinden, die ihr Maul aufmachen und nichts kommt raus? Wollt ihr das von uns? Was sind da die Angriffspunkte überhaupt? Ich denke, ihr wollt freie Medien. Ich denke, ihr wollt eine Plattform, die allen möglichen Leuten irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich zu äußern, ob links, rechts, oben, unten oder in der Mitte der Gesellschaft. Was deren politische Meinung angeht oder keine Ahnung was. Alle so rufen immer nach Freiheit. Alle rufen immer nach Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, unabhängige Plattformen, die nicht bezahlt und geschmiert sind und so weiter, dann bietest du das denen, dann wollen sie alle rumheulen. Weißt du so? Du musst doch auch gar nicht ein Fan von Attila Hildmann sein, hat doch keiner gesagt. Ja? Attila Hildmann kann doch wirklich auch die Meinung haben, dass über Bill Gates halt ein riesengroßes Alien-Spaghetti-Monster alle Leute kontrolliert auf der Welt und die Agenda kommt eigentlich vom Melmac. Es kann doch auch sein, verdammter, es kann doch sein, es kann doch seine scheiß Meinung sein, wen interessiert's, mein Gott? Weißt du so? Aber in dem Augenblick, wo jetzt alle anfangen so zu attackieren und so bissig werden, auf einmal denkt man sich, Alter, habt ihr euren Verstand verloren, Alter, habt ihr nichts anderes zu tun oder was? Ist Attila Hildmann euer größtes Problem mit seinen 60.000 Followern, mit seinen 150 Leuten, die um ihn herum stehen, wenn er da irgendwo am Reichstag eine kleine Demo abhält? Was ist los? Da glaubt ihr jetzt, Attila Hildmann wird der nächste Adolf Hitler, nur weil die Initialen dieselben sind? Aha. Das konnte man doch nicht erzählen. Und da wird es doch dann ziemlich eindeutig, das muss doch irgendwo herkommen, diese Agenda. Diese ganzen Bots und Fake-Accounts und so weiter, die jetzt extrem Welle machen, so als wenn es um ihr verficktes Leben und ihre Zukunft geht, dass Attila Hildmann da irgendwie gesperrt und kaputt gemacht ge gehört, dass dieser Real Talk vernichtet gehört, dass den keiner sehen darf, löscht den Kanal, tötet sie, bringt sie um. Was denkt ihr, was ihr da gerade macht? Denkt ihr nicht, dass wir so doof sind? Denkt ihr, wir sind so doof und merken das nicht? Dass das keine echten Menschen sind, dass das keine echten Meinungen sind. Na klar gibt es auch echte Menschen und echte Meinungen. Ich meine, man merkt es ja da draußen. Da gibt es ja genug Idioten, die da draußen rumlaufen heutzutage, die sagen, Impfpflicht für alle. Holt sie ab von zu Hause, drückt ihnen gewaltsam eine Nadel in den Arm. So, gibt es ja auch. Okay, gut. Hättet ihr mal ein bisschen weniger RTL geguckt, aber ist doch nicht mein Problem. Aber sogar das soll mal deine Meinung sein. Ist doch auch okay. Weißt du so, glaub an, was du willst, Bruder. Kannst glauben an was du willst, mir scheißegal. Aber letztendlich geht es um wirklich wichtige Sachen. Und wichtige Sachen sind sowas wie, dass Davut von TV Straußensound mir sagt zum Beispiel, dass dadurch, dass Attila ja auch dort Daisho als Sponsor halt mit verknüpft hat, dass Leute mit Davut irgendwie keine Interviews mehr führen wollen. Jetzt, weil sie da die Connection zu Daisho haben, jetzt sagen ihnen halt die Rapper ab und die Managements sagen ihn ab und sagen, nee, das geht nicht.
Solange der Hildmann da mit dem Boot ist, auch nur mit einer kleinen Dose irgendwo oder so, mein Künstler kommt nicht vorbei. Nein, 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 tut mir leid. Jetzt habe ich Angst um meinen Ruf. Nein, damit möchte ich aber nichts zu tun haben. So, sag mal, Alter, ihr Pussys, ihr, Alter, habt ihr wirklich, Alter, das letzte bisschen Sackhaare euch abrasiert, was ihr noch gehabt habt, ihr Fotzen? Jetzt mal ganz ehrlich. Also, jeder einzelne von euch da draußen, der sich ein Rapper nennt, oder das Management von den Leuten da draußen, die wirklich bei einem Davut anrufen und sagen, das Interview ist gecancelt wegen Attila Hildmann seiner Situation jetzt gerade. Wirklich, ihr solltet euch schämen. Euer Kopf sollte in den Sand reingehen. Ihr solltet Würmer fressen, Alter. Wirklich. Was für ein eierloses System von eierlosen Menschen. Mir wird schlecht. Ich schwör dir. Mir wird wirklich schlecht. Mir kommt das Kotzen, wenn ich sowas höre. Dieser arme Davut, Alter, weißt du, der sich für Hip-Hop den Arsch aufgerissen hat und der hat wirklich, Gott weiß, ich weiß, was da los ist, kaum Geld verdient mit TV-Straßensound. Der macht das mehr als so Liebe zum Spiel mäßig, ne? Und das ist dann die Art und Weise, wie ihr reagieren wollt, Alter, weißt du? Davut wirklich mit allen Sachen, was er macht, so mit Autohandel und keine Ahnung, was in Hannover, was die da so betreiben. Mit allen Sachen auf der Welt verdient er mehr Geld als mit TV Straßensound. Mein Gott, ich habe mir bei TV, bei Davut mal auf dem Handy mal raufgeguckt. Alles ist demonetarisiert. Der verdient da keine Kohle. Und von Daisho kriegt er auch nicht viel. Und von seinem Outlet kriegt er auch nicht viel. Und dann ruft ihr bei dem an und sagt, nein, Davut, du hast jetzt über 200.000 Follower auf YouTube und hast so viele Interviews rausgebracht, hast den Menschen da draußen Einblicke beschert über die Hip-Hop-Industrie und über Artists und so weiter, die sie woanders nicht bekommen haben. Hast immer versucht, ein guter, neutraler Typ zu sein. Und wir danken dir das jetzt damit, indem wir sagen, nein, unsere Künstler schicken wir dir gerade nicht, weil der Hildmann ist uns zu heiß. Der Hildmann mit seinen 60.000 Followern. Gespuckt in euer Gesicht, ich schwör's, ihr verpisst euch, Alter, ganz ehrlich. Davut kann sich das vielleicht nicht erlauben, um zu sagen, ich spucke in euer Gesicht, verpisst euch, aber ich sag's für ihn, in euer Gesicht soll gerotzt werden. So wollt ihr Davut jetzt auch noch kaputt machen, oder was? Und TV Straßensound, und anstatt ein bisschen dankbar zu sein für das, was wir euch gegeben haben, Alter, in letzter Zeit. Weißt du? Gott weiß, wir haben auch nichts verdient am Anfang. Es hat sich alles so erst so entwickelt. Hat uns doch keiner ernst genommen mit 100% Real Talk. Das erste Mal, als ich mit Attila Hildmann damals am Tisch gesessen habe und einen Sponsor gesucht habe für das Ding, Attila Hildmann hat uns doch nicht mal ernst genommen, mein Gott. Der wusste doch nicht, dass bei den ersten drei Folgen gleich Sido, Savage und Flair kommen und dass wir gleich den ganzen verfickten Markt rasieren, Digga. Die haben uns angeguckt als Niemande, so wie die uns im Rap als Niemande angesehen haben. Verstehst du, was ich meine? So, und das ist das, worum es hier gerade geht. Und dann heißt, ah, Davut, wir schicken jetzt unser Künstler nicht zu dir oder ich komme nicht wegen Attila und so weiter. Du Punker. Weißt du? Letztendlich, guck mal, wenn man sich das mal anguckt, auch wenn Daisho jetzt der Sponsor, sagen wir, bleiben sollte von TV Straßensound, was ja eigentlich an und für sich unmöglich ist, weil Daisho ist ausgelistet und will sterben. Also Daisho, der Abfüller, will nicht mehr mitarbeiten. Daisho wird es eigentlich quasi nicht mehr geben. Ist eigentlich relativ klar. Sollte es nicht so sein, dann freue ich mich ja. Daisho soll mal bitte weiter existieren. Das ist ja letztendlich, das ist ja eine gute Sache. Ich meine, guck mal, der Typ hat die Wilderei auf 0% runtergebracht. Diese Tiger, die sind vom Aussterben bedroht. Der hat da das ganze Geld da reingepumpt und hat da, weißt du, im Naturschutzbereich Sachen gemacht, wo man sagen muss, ey, du kannst auch wirklich halt, wie gesagt, du kannst ja auch wirklich davon ausgehen, dass die Welt kontrolliert wird von einer außerirdischen Rasse mit langen Rüsseln und einem Fell. Und die heißt Alf. Ja? Das ist doch, ja, okay, vielleicht bist du ein bisschen doof in deinem Kopf und hast da vielleicht irgendwie ein paar Sachen nicht gecheckt oder so, ist ja in Ordnung. Aber du hast doch da drüben voll viele Tiere gerettet. Du hast doch Leuten Jobs gegeben. Du hast doch versucht, weißt du, so eigentlich auch gesunde Produkte auf den Markt zu bringen. Ich meine, vergleich doch mal einfach mal so eine Daisho-Dose hinten, was da draufsteht. Und ich muss Daisho nicht verteidigen, Daisho ist tot. Ich sag's euch einfach, wie es ist. So, guck mal hinten, was auf so einer Daisho-Dose, falls du noch eine bekommst, was da alles drin ist. Und vergleich das doch mal einfach so mit der Konkurrenz mit Red Bull von mir aus oder Monster Energy. Energy Drink oder so ein Scheiß. Ja? Und dann kannst du doch mal einfach mal die Stoffe, die da drin sind in diesen Red Bulls und so weiter, die kannst du einfach mal googeln und dahinter schreibst du einfach Krebs. Das ist doch einfach, das ist doch voll einfach heutzutage. Wozu ist ein Google da, du Arsch? So, weißt du? Nicht um das zu benutzen, um die Sachen rauszubekommen, die man rausbekommen will. So, viele Leute googeln das, was sie wissen wollen. So, das bestätigt ihre eigene festgefahrene Meinung. Aber ich meine, letztendlich, wie gesagt, was soll denn da für ein Schaden bitte sein? Schaden ist folgendermaßen, dass Boogie jetzt zum Beispiel beschnitten wird in seiner Wirtschaftlichkeit. Dadurch, dass halt Attila kaputt gemacht wird und Daisho nicht mehr existiert,
Dankeschön, jetzt haben wir einen Sponsor weniger. Super, wenn es euch freut, wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und denkt, ja, toll, jetzt hat Boogie weniger Geld in der Tasche, dann habt ihr es erreicht. Das ist das Einzige, was passiert ist. Mehr ist da nicht. Mehr ist da einfach nicht. Weißt du, jetzt sterben halt ein paar Tiger mehr wahrscheinlich, da gibt es halt keine Naturschutzprojekte mehr in dem Bereich, gibt es keine Finanzierung mehr in dem Bereich und dann hast du halt noch Red Bull. Dann kannst du schön dein Red Bull saufen, weißt du? Ich meine, du weißt ja letztendlich gar nicht, wer hinter Red Bull steckt, oder? Ist bestimmt auch voll der Ehrenmann. So, weißt du? Es hat euch ja auch noch nie davon abgehalten, irgendwie, was das angeht, euer Konsumverhalten dem anzupassen, was ihr für moralisch richtig haltet. Also tut mal nicht so, ihr ganzen Pseudos, Alter, weißt du so? So möchte gern Jesus Christus verhalten, so von Leuten, die da draußen auf Gutmenschen machen, die nichts anderes sind als einfach ganz normaler Abschaum mit Fehlern, so wie wir alle sind. Wir machen alle Fehler, mein Gott. Du hast auch mal eine beschissene Meinung irgendwo gehabt. Du hast auch mal eine Sache geäußert an deinem Stammtisch, die politisch nicht korrekt war. Du hast auch mal irgendwas geglaubt, wie es auf der Erde stattfindet, wie du dann vielleicht irgendwie 2 Tage später herausgefunden hast, dass es nicht so war. Vielleicht hast du mal einen dummen Instagram-Post irgendwo verfasst. Vielleicht hast du mal irgendeine Scheiße gelabert auf der Straße. Ja gut, ich meine, freu dich doch, dass nicht jeden Tag irgendwie eine Kamera in deiner Fresse steckt. Dass jeder nicht davon mitbekommt, was für ein Abfall du bist. So, weißt du? Jeder von denen, die da draußen rumblökt, Alter, weißt du, die so tun, als wenn sie immer alles richtig machen, in deren Keller will ich die Leichen mir gar nicht rausholen. Will ich gar nicht wissen. Ich gucke schon alleine, wie die Leute heutzutage kommentieren, was die schreiben, und dann komme ich letztendlich wieder zu dieser Erkenntnis, die mein Physikerfreund gehabt hat. Die meisten von euch sind dumm. Ja, gut. Aber es ist doch, weißt du, eine Sache, dass deine Hose rutscht auf der Straße und man deinen Bauarbeiterausschnitt sieht. Aber eine andere ist es, das zu merken und es sich hochzuziehen, meine Güte. Es ist doch nichts Schlimmes dabei, nicht alles verstanden zu haben auf der Welt. Aber man kann doch auch aus Fehlern lernen. Man muss ja nicht immer dumm bleiben. Aber für mich sind die dümmsten heutzutage halt diejenigen, die einfach so ins Internet gehen und die ganze Zeit Kommentare verfassen. Ich meine, was habt ihr denn davon? Was habt ihr davon, Attila Hildmann zu bashen? Attila Hildmann. Da müsst ihr eigentlich so einen Comic machen, der Hildmann. So, weißt du so? Das ist halt für mich halt, es ist einfach so, ich weiß nicht, ich kann hinter diesem Gedankengut einfach nicht stehen. Und letztendlich kann man auch ein paar Statistiken sich mal angucken und mal so ein paar Sachen in Bezug auf dieses Sponsoring und da wird sich angucken, wo es jetzt schon wieder zum logischen menschlichen Denken kommt. Logisches menschliches Denken ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, wir sind dafür, dass Attila Hildmann ans Spaghetti-Monster glaubt und er ist dann deswegen auch gefährlich, weil er denkt, das Spaghetti-Monster kontrolliert Bill Gates und Bill Gates kontrolliert die Welt. Deswegen müssen wir ihn loswerden. Verbrennt ihn, hängt ihn an den Baum, macht ihn wirtschaftlich tot, macht dadurch auch das Sponsoring für 100% Real Talk kaputt, löscht den Kanal, tötet sie alle. Verbrennt sie, verbrennt sie, verbrennt sie, verbrennt sie. Wie in so einer scheiß Inquisition, Alter, weißt du so? Verstehst du, was ich meine? Und letztendlich, das ist das. Jetzt bringen wir mal den Vergleich. Wie viele Tote produziert Alkohol zum Beispiel in Deutschland? Wir haben 1,8 Millionen Alkoholsüchtige, Alkoholkranke in diesem Land. Okay? 1,8 Millionen Alkoholkranke, mein Bruder. Das Alter zwischen 18 und 64 Jahren. Letztendlich sterben davon circa 80.000 pro Jahr. Okay? 80.000. Das sind ja offizielle Statistiken. Das hat mit dem Spaghetti-Monster und Bill Gates gerade gar nichts zu tun. Das sind offizielle Statistiken, das kannst du googeln, okay? So. 80.000 Todesfälle pro Jahr bedeutet, dass man ein bisschen weniger als 10% Todesrate hat, alleine wegen Alkohol. Das heißt, ey, willkommen in der BRD, meine Freunde. Falls ihr es nicht wusstet, aber circa 8% von uns allen verreckt jedes Jahr, einfach nur, weil sie zu viel saufen und süchtig sind, oder? Kennst du Alkoholiker? Hast du das schon mal gehört? Dieses Wort? Hast du schon mal mit einem Alkoholiker gechillt? Hast du schon mal seine Kotze aufgewischt vom Boden? Warst du schon mal mit einem Alkoholiker im Urlaub und hattest Angst, dass er sich den Balkon runterschmeißt? Hast du schon mal mitbekommen, wie so ein Alkoholiker durch eine Scheibe fliegt und komplett offen seine ganzen Arme neben dir blutet und du musst ihn zum Krankenhaus bringen? Hast du schon mal mit irgendeinem Alkoholiker zu tun gehabt, mal ein bisschen längerfristig? Weißt du, wie krass diese Droge ist? Weißt du, wie gefährlich diese Substanz ist? Ist das dir klar? Ist es dir eigentlich klar? Ich meine, viele Leute von euch, 85 Millionen Leuten hier in Deutschland, leben halt besonders, halt nicht so besonders urban. Die leben eher ländlich und so weiter. Vielleicht kennt ihr diese schlimmen Katastrophen nicht, aber sie machen nun mal 8 bis 9% eurer ganzen Bevölkerung aus, mein Gott. 8 bis 9% der ganzen verschissenen Bevölkerung, mein Gott, verreckt an Alkohol pro Jahr, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Und Daisho ist jetzt aus dem Laden raus, weil Attila Hildmann so fucking gefährlich ist für die Zivilisation. Aber was ist mit der Jägermeister-Blaskapelle, Bruder? Was ist denn damit?
Gebt doch mal Jägermeister Blaskapelle ein, ja? Macht euch doch mal den Spaß. Jägermeister Blaskapelle, ja? Da siehst du dann, weißt du, schöne Videos mit unseren ganzen Rappern. Weißt du, ob das Kool Savas ist, ob das Prinz Pi ist oder keine Ahnung was. Kann ja jeder mal jetzt einfach mal aus Spaß Onkel Google benutzen und Jägermeister Blaskapelle eingeben. Und dann werdet ihr sehen, was da los ist. Mixery Raw Deluxe. Auf dem Splash. Überall Banner für Alkohol. Überall wird gesoffen. Ist das die Wahrheit oder ist es nicht die Wahrheit? Hat Jalil nicht letztens ein Video gemacht mit Greenie auf 16 Bars, wo der Sponsor Jägermeister war? Gibt es nicht überall im ganzen Deutschrap-Game überall Sponsoren von Alkohol? Sieht man das nicht an jeder zweiten Ecke, wenn man sich im Hip-Hop-Kosmos umschaut? Warum regt ihr euch denn darüber nicht auf? Warum regt ihr euch denn nicht darüber auf, dass eure Oma an Alkohol verreckt, Bruder? Weil die Rapper da draußen Alkoholwerbung machen. Das hat auch gar nichts mit mir, mit Dings zu tun, Bruder. Mit hier, mit meiner Einstellung gegenüber. Ist so. Es hat gar nichts mit meiner Einstellung gegenüber irgendwelchen religiösen Sachen zu tun oder so. Und ja, es tut mir leid, ich habe mich auch wirklich verrechnet. Es sind nicht 8,9, es sind nicht 8 oder 9%, es sind 0,8 bis 1%. Ja, 10% wäre natürlich ein bisschen hart. Also das war jetzt, sorry, auch der Onkel macht mal Fehler. Weißt du, 10% von allen Menschen verrecken natürlich nicht Alkohol, es sind ungefähr 1% von allen Menschen. Aber ich meine, 1% von allen Menschen ist immer noch verdammt viel. Es ist sehr, sehr viel. Es ist viel, viel mehr als zum Beispiel Leon Lovelock an Tote produziert hat mit seiner Meinung. Und darum geht es eigentlich. Das ist das, was ich eigentlich damit ausdrücken wollte. Letztendlich geht es aber auch gar nicht um Alkohol. Es geht auch einfach nur darum, dass zum Beispiel ein Fünftel aller Menschen auf der Welt, wenn wir jetzt mal von meiner falschen Statistik wegkommen wollen, ja. Warte mal, bin ich jetzt bescheuert, Alter? Warte mal ganz kurz. So. Ja, ihr habt mich erwischt. Es ist noch ein bisschen weniger. Aber letztendlich, wie gesagt, mir geht es jetzt darum, ein Fünftel zum Beispiel von der ganzen Weltbevölkerung stirbt zum Beispiel an schlechter Ernährung. Und diese schlechte Ernährung ist meistens zurückzuführen auf Zuckerkonsum. Und das sind jetzt Statistiken, die sind jetzt nicht von mir falsch erzählt worden. So, ich habe mich einfach so ein bisschen vertan. Vergiss es. Alkohol ist trotzdem schlimm, Bruder. Und es sind trotzdem viele, viele Tote. Weißt du, wenn du dir das statistisch mal anguckst, 80.000 Leute pro Jahr sind trotzdem viele Leute, weißt du so? Deswegen, verzeiht mir, ich war in Mathe nicht so gut. Aber letztendlich geht es darum, ein Fünftel zum Beispiel der ganzen Weltbevölkerung, ein Fünftel der ganzen Weltbevölkerung stirbt angeblich an schlechter Ernährungsweise. Und dann gucken die sich jetzt die Leute an, die sich da schlecht ernähren und gucken so, wo kommen so diese 22% her? Da gucken sie sich das an und sagen, das meiste davon ist zum Beispiel zurückzuführen auf zuckerhaltige Getränke. Zuckerhaltige Getränke zum Beispiel, so wie Cola, so wie Fanta, so wie Sprite, aber auch Fritz Limo, spielt keine Rolle, ja, dieser ganze Kram. So, das ist offiziell, das könnt ihr euch im Internet mal angucken. 22% sagen sie ungefähr der gesamten Weltbevölkerung verreckt an solchen Sachen. Noch ein bisschen darüber ist hoher Blutdruck, was auch nochmal so in Zusammenhang steht mit Ernährung und so weiter. Das sind halt so Sachen, so, die sind da draußen wirklich gerade, das sind Realitäten, die aber auch zurückzuführen sind halt auf die Sachen, die du im Markt kaufst. Wenn du jetzt irgendwo eine Cola kaufst und du trinkst sie, dann gehörst du wahrscheinlich zu dieser Statistik, wenn du dann letztendlich das überkonsumierst. Und wir hatten vielleicht mal alle die Phase, hatte ich auch, wo man zur Cola gegriffen hat und ich habe das gekippt so. Ich habe das früher gekippt so wie Wasser. Mir war das scheißegal. So. Und da merkt man halt auf jeden Fall, dass wir gesundheitsmäßig sowieso nicht so die beste Zeit auf dieser Welt haben. Ob das Alkoholkonsum ist, ob das Zigarettenkonsum ist, ob das halt Überkonsum ist von zuckerhaltigen Getränken, ob das Überkonsum ist von Fast Food und so weiter, bringt auch nochmal so den Nebeneffekt, dass du dadurch, dass du dich so scheiße ernährst, ist es nicht nur so, dass du die schlechten Substanzen in dich reinpackst, sondern du. Dadurch hast du die guten Sachen nicht in dir drinne. Und dann kommt da so ein Teufelskreislauf. Denn anstatt irgendwie so einen Hamburger vom McDonald's, würdest du normalerweise was selbstgekochtes zu Hause auf pflanzlicher Basis oder was zu dir nehmen, dann wäre das irgendwie alles anders. Letztendlich, der Punkt der ganzen Sache,
der wichtigste Punkt der ganzen Sache ist. Da draußen in unseren Einkaufsläden, und davon bin ich überzeugt, und seit dem Freihandelsabkommen mit den Amerikanern, seit dieser Zuckerrübensirup hierher gekommen ist, dieser genmanipulierte Scheiß, der Invertivzuckersirup, Glucose-Fructose-Sirup, was nochmal schlimmer ist als weißer Zucker, als Raffinade, gemischt nochmal mit der Raffinade, gemischt mit Alkoholkonsum, gemischt mit Zigarettenkonsum, gemischt mit einer sehr, sehr schlechten Ernährungsweise, tötet wirklich sehr, sehr viele Menschen da draußen gerade. Und das hat auch damit. Es hat auch eine Wirkung auf deren Alltag. Die Gehirnzellen, Organe, Gemüt, Psyche, alles ist davon betroffen. Und diese Produkte, die stehen da draußen immer noch in den Regalen. Und die werden auch dort nicht rausgenommen. Aber Attila Hildmann, sein Daisho, was eigentlich eine relativ gesunde Alternative ist zu so einem Energy Drink, da ist halt Bio-Matcha drin, Traubensüße, kein Zucker, ist ein relativ teuer auch zu produzieren und so weiter. Ist im Vergleich dazu ja wirklich was Gutes normalerweise. Und das ist das, was ich nicht verstehe an den Leuten da draußen. Wenn die jetzt bei Davut anrufen und sagen, wegen eurem Sponsor schicke ich jetzt meine Artists nicht mehr zu dir. Warum machst du das dann bei Mixery Raw Deluxe und bei der Blaskapelle vom Jägermeister und so eine Scheiße, Bruder? Dann boykottier doch die Sachen, die wirklich Tote produzieren und die wirklich gefährlich sind. So, weißt du so? Und das eine natürlich ist eine ideologische Sache und das andere ist eine gesundheitliche Sache. Aber wenn es um die ideologische Sache geht, guck dir doch mal Deutschrap an. Deutschrap ist so fokussiert auf Mode, das ist nicht mehr normal, oder? Hat irgendjemand, nachdem diese H&M-Skandale damals waren, aufgehört hier mit den Schwarzen und Monkey und was weiß ich nicht was? Kam ja nicht nur einmal bei H&M vor, sondern leider mehrmals. So. Dann könntest du ja eigentlich normalerweise auch im Hip-Hop-Modebereich ja auch Ähnliches fordern. Würden jetzt, frage ich mich mal jetzt mal ganz logisch betrachtet, würden jetzt zum Beispiel diese Managementfirmen und die Künstler und so weiter ein Davut-Interview zum Beispiel auch absagen, wenn Davut zum Beispiel gesponsert wäre von H&M? Was wäre zum Beispiel mit Christian Dior? Ihr kennt doch alle UFO 361, ist doch ein berühmter Rapper, so, weißt du? Weil die meisten sind ja Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, also so Kapital, Mapital und so, die sind alle auf Gucci hängen geblieben. So, und bei UFO sieht man zum Beispiel oft Christian Dior. So, wenn jetzt Christian Dior, ja, genau, da schreibt einer, Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger kam doch, Alter, in den 90er Jahren raus, dass er keine Schwarzen anstellt, weil er ein Rassist ist. Also nicht er selbst, sondern die Firma. Wenn jetzt zum Beispiel Tommy Hilfiger, Christian Dior und H&M die Sponsoren von Davut wären, verspreche ich dir hoch und heilig, kein Künstler würde das Interview absagen. Nein, im Gegenteil, sie wären sogar wahrscheinlich noch eher am Start, weil sie sich mit diesen großen Firmen in Verbindung bringen würden und sich selber dann auch nochmal so etikettieren würden, so, ne? Christian Dior, gib doch mal bei Christian Dior einfach mal ein, bei Google Christian Dior Adolf Hitler. I love Adolf Hitler. Da siehst du den CEO von Christian Dior, wie er heimlich gefilmt wurde von zwei Mädchen, wie er denen erzählt, dass sie in die Gaskammer gehören. Und wie toll das damals unter Adolf Hitler war. Ja? Googelt mal selbst. Also, weißt du, hier Aluhut und so, kannst du ja selber googeln, Bruder. Christian Dior, I love Hitler. Einfach mal eingeben und mal gucken. Ja? Der CEO von Christian Dior. Es gibt so viele rassistische Geschichten innerhalb dieser Modeindustrie. Und Ausbeutungsgeschichten, was sie da mit Leuten machen, arme kleine Models und sexuelle Übergriffe und so weiter. Du hast es mit so einer Schandeindustrie zu tun, wie es eigentlich gar nicht mehr schändlicher sein kann, ne? Und das ist deutscher Hip-Hop heutzutage geworden. Alle quatschen über ihre Markeartikel und so weiter. So. Aber wenn das jetzt der Sponsor, zum Beispiel I Love Adolf Hitler, weil alle sich ja immer aufregen, sobald es ums Dritte Reich geht, um den Nationalsozialismus, dann bist du hier durch in Deutschland normalerweise. Das kannst du dir niemals erlauben. Antisemitismus und Nazi sind die beiden Sachen, wo du automatisch raus bist aus dem Game. Aber wenn Christian Dior mit I Love Adolf Hitler Scheiße jetzt der Sponsor von Davut wäre, dann würden die Leute sogar eher anrufen und sagen, ich schicke den vorbei. Du hast einen krassen Sponsor, Bruder. Klar, klar, etikettieren wir uns. Das ist halt so das Ding, so, weißt du so? Letztendlich sind das halt so die logischen Geschichten, die mir einfach nicht in meinen Kopf reingehen, wenn die Leute jetzt anfangen, da so rumzubashen, so, weißt du so? Ich meine, life goes on, weißt du, was ich meine? Du kannst mit Attila Hildmann nichts anfangen, mein Gott, okay, ich kann mit Attila Hildmann mit seinen Meinungen teilweise auch nichts anfangen, aber manche Sachen finde ich gut, die er macht und ich sehe, er hat irgendwie was Gutes in sich drin. Er muss ja nicht alles verstanden haben, aber er will ja eigentlich demokratische Grundwerte und er möchte ja eigentlich, dass Leute, die im Verdacht dazu stehen, halt, sich eigentlich ein bisschen kriminell zu verhalten im gesundheitlichen Bereich, so wie es halt mit Bill Gates und der WHO nun mal der Fall ist, da möchte er halt ein bisschen dagegen schießen. Macht er das alles richtig mit seiner Art und Weise, dieses Offensive und dieses Populistische und so weiter, habe ich ihm auch gesagt. Das ist nicht mein Ding, Bruder, weißt du so? Aber trotzdem,
ist es für mich halt keine Art und Weise. So, weißt du so? Und man merkt halt einfach, dass da halt Meinungen gemacht werden. Und ich mag diese Meinungsmache-Scheiße halt einfach nicht. Ich mag es einfach nicht, wenn künstlich Meinungen gemacht werden. Ich mag es einfach nicht, wenn so viele Leute mit Bot und Fake-Accounts, die weder irgendwas an Abonnenten haben, noch irgendwas abonniert haben, vor kurzem sich einen Kanal gemacht haben, sich nicht mal irgendwie die Mühe gemacht haben, da ein Fake-Foto reinzumachen. Das ist ja 90% der ganzen Leute, die da die ganze Zeit haten und so, dass die da die ganze Zeit auf meine Seite kommen und irgendwelchen Bullshit da verbreiten und versuchen da Meinung zu machen. Das gefällt mir nicht. Und ich weiß, dass es Meinungsmache ist, weil ich dann auf Patreon zum Beispiel raufgehe und mir angucke, was da unsere Patrons schreiben. Und dort habe ich dann auf jeden Fall eine ganz lange Liste an Kommentaren und da ist halt keiner irgendwie so. So, ah, cool, danke. Schon krass, die ganze Sache Weltverschwörung ergibt immer mehr Sinn, sagt er da gut, deine Meinung so, weißt du, Digga, was ist mit dem YouTube-Channel los? Nix. YouTube hat wieder gefickt. Props an Onkel B und Attila, hoffe, dem Bruder Attila passiert nichts, ja, hoffen wir auch, warum soll ihm was passieren? Er hat eine Meinung geäußert, die nicht deine ist, okay, gut, aber wünschst du ihm jetzt wirklich was Böses deswegen? So mal selber fragen, Bruder, Alter, was bist du dann für ein Mensch? Warum wünschst du anderen Leuten was Schlechtes, nur weil sie deine Meinung nicht teilen? Was soll denn da daran bitte ge gefährlich sein? Hier wird YouTube beleidigt, sehr stabiler Podcast, schreibt der nächste, unfassbar. Habe noch vor der Podcast-Ankündigung, da hat er sich verschrieben, wurde gedacht, dass es doch mal cool wäre, mit Attila einen Podcast zu machen, bla bla bla. Mega Gespräch, ich muss ehrlich sagen, es ist wie B gesagt hat, ich habe mich bei Attila überrumpelt gefühlt, was echt abschreckend wirken kann. Dieses Gespräch hat viel geholfen, das klarer zu sehen. Man kann immer wieder sagen, danke für die wichtige Arbeit von euch. Danke, danke an dich für deinen Kommentar. Wow, jetzt seid ihr dran. Heftig, danke für das Interview. Hab's nun endlich zu Ende gesehen. Sehr gute Folge, macht weiter so. Helden unserer Zeit, die beste Folge 100% Real Talk. Fick das und das und das. Dank YouTube wissen umso mehr Leute jetzt, was faul ist auf der Welt. Killer, aber man wird trotzdem zu YouTube weitergehen, bleibt nicht auf Patreon so. Weißt du so, es sind so normale Menschen, man merkt, es sind normale Menschen. Klar sind die auch unsere Fans und klar sind die auch dann dementsprechend so ein bisschen parteiisch. Das kann ja alles möglich sein, aber im Gegensatz zu dem, was man dann unter den Kommentaren liest, so auf YouTube, da merkt man schon, da ist eine krasse Diskrepanz zu dem, was man auf meiner Internetseite dann sieht. Und dann kommen wir da zu dem letzten Thema, was ich ansprechen will. In der Hinsicht ist einfach nur, Leute wollen mir jetzt gerade vorwerfen, so nach dem Motto, du löscht kritische Kommentare in Bezug auf Attila Hildmann und auf dich selbst und so weiter. Und da geht es um einen ganz speziellen Kommentar, der mir im Kopf geblieben ist, das zum Beispiel immer wieder vorkommt, dass gesagt wird, ja, Belasch, du bist ein Verfechter von freier Meinungsäußerung, aber du löscht kritische Kommentare und deswegen bist du ein Fake. So, Bruder, versteht ihr wirklich diesen Unterschied nicht? Wenn wir Menschen uns gerade machen für Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, für das Recht der Leute, sich, was ihre Meinung angeht, frei entfalten zu können, dann geht es um Öffentlichkeitsarbeit, du Hohlkopf. Und da sind wir schon wieder, Alter, bei diesem dummen Thema, Bruder. Da, wo ich mir denke, so dumm sind die meisten doch gar nicht. Das müssen doch irgendwelche Leute sein, die sowas mit Absicht schreiben, die das eigentlich schon längst verstanden haben. Weil ansonsten, Alter, tut mir leid, da verliere ich ja die letzte Hoffnung, was die Menschheit angeht. Wenn ich auf meiner privaten Instagram-Seite einen Kommentar lösche und 99% von allen Kommentaren, die ich bisher gelöscht habe, waren entweder Bots oder Beleidiger. Noch nicht mal kritisch, noch nicht mal irgendwie andere Meinung oder irgendwas, sondern Beleidiger, Leute, die da hinkommen und Attila Hildmann beleidigen, als ein Affen, als ein Bastard, als ein dies, als ein das, genau das gleiche mit mir machen, na, den lösche ich, gar kein Thema. Sowas hat auf meiner Seite nichts zu suchen. Verstehst du, was ich meine? Das muss ja aber, das muss doch begreiflich sein. Letztendlich, was seid ihr denn für Menschen? Wenn ihr irgendwo euch nach Hause hinsetzt, nachdem ihr einen harten Arbeitstag gehabt habt, lasst ihr dann den dreckigen Popel in eurer Nase und lasst die schwarzen Fussel zwischen euren Zehen bestehen? Macht ihr doch auch nicht, oder? Geht ihr euch nicht waschen? Macht ihr keinen Frühjahrsputz und putzt eure Wohnung nicht? Genau das gleiche mache ich auf Instagram. Wenn einer da hinkommt und einfach wahllos beleidigt, ohne irgendwas an Substanz zu bieten, Kritik gerne, aber sowas geht doch gar nicht klar, Bruder. Klar lösche ich dich. Verpiss dich, du Hund. Wer bist du denn überhaupt, Alter? Dass du hinter deinem Keyboard, vor deiner vollgewichsten Tastatur denkst, du könntest mich beleidigen oder meinen Gast? Kannst du nicht. Verpiss dich. So, ganz einfach. Dann wird er gelöscht. So. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die wollen halt explizit Meinung machen. Die kommen extra dahin, du hörst dir an, was sie da zu sagen haben. Da ist nichts sachlich, da ist nichts fachlich, sondern einfach nur Meinungsmache.
Am besten noch mit einem Fake-Bot-Account. Ja, dann lösche ich dich. Es gibt keine verdammte Demokratie auf meiner Instagram-Seite, du Vollidiot. Wir wollen Demokratie für die politischen Systeme. Wir wollen Meinungsfreiheit und Redefreiheit für die Medien. Ich bin nicht die Politik und ich bin nicht das Mainstream-Medium. Ich werde nicht von euch gewählt in einer parlamentarischen Demokratie, um eure Interessen zu vertreten. Und ich werde nicht von euch bezahlt mit monatlichen Ausgaben, was die GEZ angeht und was den Fünfer angeht für den Stern, für den Fokus und für den Spiegel und keine Ahnung was, ja, um euch die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu bringen. Ich bin ich, eine Privatperson mit 13.000 Instagram-Followern, ein Niemand. Und ich habe keinerlei Verpflichtung irgendjemanden da draußen. Ich kann auch einfach so wahllos Kommentare löschen, weil es einfach meiner Nase nicht passt. Und du hast einfach deine Schnauze zu halten. Das hat dich überhaupt nicht zu interessieren, Digga. Verstehst du, was ich meine? Also, dieses Apfel mit Birne in einen Topf zu werfen, kommt mir mittlerweile so ein bisschen geplant vor von den Leuten. Weil so doof kannst du doch nicht sein. Es kommen immer wieder Leute, die behaupten immer wieder dieselbe Scheiße. Meinungsfreiheit wird zensiert. Sie löschen kritische Kommentare. Was für ein kritischer Kommentar, Bruder, dass du da hinkommst und sagst, ihr gehört zerstört, weil ihr diesen Vollidioten, Aluhut tragenden Spinner Attila Hildmann bei euch eingeladen habt. Jetzt freue ich mich, dass euer YouTube-Kanal gesperrt wurde. Okay, gut. Danke für die Information, du Arschloch. Bam. Blockbutton. Verpiss dich aus meiner Welt, Digga. Ich werde bestimmt keine energieparasitären Bastarde wie euch erlauben auf meiner Seite, die mich runterziehen und bei anderen Meinungen auslösen, die gar nicht relevant sind und Leute auch noch versuchen, in ihren Sumpf reinzuziehen, in diese Negativität. Sorry, Alter, ist nicht mein Ding. Ja, wenn du auf meine Seite kommen willst, um zu haten und um uns zu beleidigen, dann kannst du deine Mutter ficken gehen, du Hund. Das würdest du auf der Straße sowieso dich nicht trauen. Weißt du, auf der Straße würdest du kommen und würdest sagen, lass uns mal ein Foto machen, weil was anderes ist noch nie passiert, lustigerweise. Weißt du, wie oft ich auf der Straße erkannt werde? Ich bin schon kein verschissener Megastar oder sowas, ja. Lass auch mal die Kirche im Dorf. Aber es passiert wirklich regelmäßig, dass ich auf der Straße von Leuten angequatscht werde. Was sagen die meisten? Mach weiter so, Bruder. Wir sind hinter dir, Bruder. Daumen hoch, Bruder. Geile Mucke, Bruder. Geiles Video, Bruder. Geiles dies, Bruder. Das, Bruder. Denkst du, einer von denen ist bisher gekommen und hat gesagt, Bruder, du bist schon ein richtiger Hundesohn. Und diese Meinung, die dein Sponsor vertritt, die ist so richtig gefährlich, ja? Und ihr gehört ausgemerzt. Und ich wünsche mir, dass euer Kanal kaputt geht. Verbrennt die. Verbrennt euch. Ich hoffe, ihr glaubt, das hat noch keiner gemacht in meinem Leben noch nicht. In meinem Leben noch nicht. Wo sind denn diese ganzen Leute in der Realität, mein Gott? Sind alle wirklich, Alter, so hängen geblieben im Internet, dass sie denken, das Internet ist die Realität geworden? Ich kann mir auch, Alter, meine 12 Cousins nehmen und jeden einzelnen 5 Fake-Accounts machen, ohne Foto auf ganz schnell auf billig. Und danach, dann hetze ich die auch auf alle Leute. Da hätte ich die auf Davut seine Seite drauf. Die sollen jetzt ihn kaputt machen. So. Davut, du bist voll die Fotze. Du machst mit Attila. Attila wird die Welt korrumpieren mit seinen kruden Verschwörungstheorien und so weiter, dass er denkt, das Spaghetti-Monster ist Gott und der kontrolliert Bill Gates und Bill Gates kontrolliert uns. Das ist die ultimative Gefahr. Mein Gott, merkst du das nicht? Merkst du das nicht? Der Weltuntergang Attila Hildmann, 7 Siegel Apokalypse. Belasch hat das Album für Attila Hildmann geschrieben. Die 7 Siegel wurden gebrochen. Wir sind jetzt in Zeit der biblischen Offenbarung. Attila Hildmann ist der Antichrist. Mein Gott, verpiss dich aus meinem Leben, Digga. Jetzt sitzen wir hier und jetzt heulen die Leute wegen Boogie. Der arme Boogie, hätte er sich nicht mit euch eingelassen. Hätte er sich nicht mit mir eingelassen, frage ich mal selber, ob es ihm heute besser oder schlechter gehen würde, Bruder. Was wünscht ihr euch? Dass Boogie wieder kokainsüchtig, Alter, im Kameradenweg 5, chillt, kein Geld für nichts hat, für Essen, seine Perspektive verliert und sich an den Galgen hängen will, weil er einfach mit seinem Leben nicht mehr zurechtkommt? Jeder einzelne von euch Heuchlern, der so tut, als wenn Boogie ihm am Herzen liegen würde. Jeder einzelne von euch gehört geschellt und angespuckt. Ihr sollt euch alle mal komplett verpissen, Digga. Wenn dir Boogie mal wirklich am Herzen liegen würde, dann würdest du dafür alles tun, dass sowas wie die Zerstörung unseres Kanals mutwillig einfach ohne Grund, nur weil wir einen Gast eingeladen haben, der vielleicht dem einen oder anderen jetzt gerade nicht passt, dass sowas nicht stattfinden kann, Digga. Wir haben doch versucht, so neutral wie möglich den Typen einfach reden zu lassen. Ist nicht meine Meinung, ist nicht deine Meinung. Bei manchen Sachen sympathisiere ich, bei manchen nicht. Das ist das, was ihr euch wünscht für Boogie, also, ja? Dass ihm die Grundlage weggenommen wird. Der hat 15, 20 Jahre lang alter Mucke gemacht, hat kein Geld verdient, hat seinen Platz dort oben nicht bekommen, weil er sich selbst runtergewirtschaftet hat und teilweise dann danach dann einfach nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Jetzt geht's mal einmal bergauf für den Bruder am Kameradenweg. Ja, und ihr freut euch darüber, dass dein YouTube-Kanal rasiert wurde. Wirklich, ihr seid richtig ehrenhaft. Jetzt mal wirklich virtuellen Applaus für euch alle da draußen, die sich als Gutmenschen dahinstellen, so nach dem Motto, oh, der arme Boogie tut mir gerade leid. Wenn er dir wirklich leid tut, Alter, dann solltest du mal, Alter, verhindern, dass dein YouTube-Kanal ohne Grund einfach wegrasiert wird, Bruder. Die Existenzgrundlage ihm weggenommen wird. Dass dein
Sponsor, auch wenn er mal hier und da mal deiner Meinung nach Scheiße erzählt hat, dass der nicht so radikalisiert und dämonisiert wird da draußen, dass unsere Sponsoring-Einnahmen jetzt uns dann fehlen. Jetzt ist unser Sponsor weg. Okay, gut, Bruder. Real Talk ist jetzt wieder ein bisschen leider wieder im Rang ein bisschen tiefer. Jeder Euro, der uns fehlt, weißt du, der von Attila Hildmanns Daisho kommt, der fehlt dann auch in Boogies Tasche, oder? 1 + 1 macht doch 2, oder nicht? Also tut man nicht so, als wenn ihr einen Scheiß auf Boogie gebt. Das ist mein Bruder, weißt du, was ich meine? Wir haben alles dafür getan. Ich habe die harten Zeiten mit dem durchgemacht. Als er auf dem Boden lag und sich selbst aufgegeben hatte, habe ich ihn hochgezogen. Du brauchst mir vom Boogie überhaupt nichts zu erzählen, du Heuchler. Euch geht es einfach nur um euch selbst und nichts anderes, weißt du so? Das ist nichts anderes, als sich selber groß zu machen im Internet und so auf selbst auf Moralist zu machen, als wenn euch ein Scheißdreck an MC Boogie liegt. Ein Scheißdreck gebt ihr auf den. Das ist die Wahrheit. Weil ansonsten würdet ihr euch wünschen, dass es ihm gut geht. Ja? Und gut geht, tut's Boogie, wenn er was zu tun hat, wenn er Arbeit hat, wenn er nicht schon wieder kopfgefickt in seinem Kameradenweg sitzt und sich denkt, sein Leben ist nichts wert und muss alles in Drogen investieren, damit er seinen Alltag überlebt, Digga. Ja? Ihr tut so, als wenn Boogie euch ein Scheißdreck wert wäre. Und deswegen, Alter, seid ihr für mich einfach nichts anderes als Untermenschen in dem Augenblick. Also tut nicht so. Und die Leute, die da draußen halt wirklich gute Supporter sind und die den Real Talk zu dem gemacht haben, was es war, bevor er rasiert wurde, nämlich eigentlich das respektierteste Urban-Format auf YouTube, weißt du, die sind halt diejenigen, die ganz genau verstehen, was ich sage. Das sind diejenigen, die ganz genau verstehen, was ich sage. Und das sind diejenigen, weißt du, die sich nicht selbst profilieren müssen, indem sie ins Internet schreiben, oh, der arme MC Boogie. Er tut mir leid und so weiter. Die brauchen das nicht. Die wissen ganz genau, wer Boogie ist und wer ich ist und die supporten uns und wissen, dass deren Support halt wirklich effektiv was dazu beiträgt, dass es Boogie besser geht. So, weißt du so? Jeder Patreon, jeder, der auf Patreon diese 4,99 € bezahlt hat, der hat Boogie geholfen. Jeder, der den Kanal abonniert hat auf YouTube, hat Boogie geholfen. Jeder, der unterstützt hat und geteilt hat und so weiter, hat Boogie geholfen. Und dann macht man 33 Folgen und dann passt dir mal eine Folge nicht und dann willst du gleich, dass der Weltuntergang für Boogie kommt. Dann schreib nicht im Internet, dass du einen Scheißdreck auf diesen Menschen gibst. Weil ansonsten bist du Rotze, Bruder. Du bist menschliche Rotze in meinen Augen sonst. Weißt du, diese ganze Heuchelei, Alter, das könnt ihr euch komplett mal sparen. Aber die guten Nachrichten sind halt, wir lassen uns halt einfach mal nicht ficken. Weißt du so? Das sind die guten Nachrichten. Ich habe Boogie immer noch an meiner Seite, ich werde ihn immer noch mitziehen und jede einzelne Euro, den ich verdiene, packe ich 50 Cent in seine Tasche. Das ist die Wahrheit. Ja? Das ist der Unterschied. Und das werdet ihr uns nicht kaputt machen. Da könnt ihr so viele Fake-Kommentare schreiben, wie ihr wollt. Ist mir scheißegal. Ich habe jetzt schon wieder die nächsten Real Talks abgedreht. Ich habe einen Real Talk mit Cashmo, ich habe einen Real Talk mit Twin, ich habe einen Real Talk mit Soman und Max Cameo, er besteht darauf, nicht englisch ausgesprochen zu werden. Ich habe schon Termine für die neue Zeit. Aber wirklich, Alter, verbreitet mal die Nachrichten da draußen, dass wir hierher gekommen sind, um zu übernehmen und nicht einfach nur dabei zu sein. Ich gebe mich letztendlich nicht zufrieden mit diesem Scheißdreck, den sie alles prophezeit haben für uns, nämlich den Untergang und dass wir scheitern werden und so weiter. Das wird nicht passieren. Ich muss euch wirklich leider, was das angeht, enttäuschen, liebe Hater da draußen. Ihr könnt gerne weiter Kommentare schreiben, ihr könnt weiter diesen Unsinn mit verzapfen, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber wir werden dadurch nicht kaputt gemacht. Das wird einfach nicht passieren. Und sollten auch alle unsere Sponsoren wegfallen, sollte Attila Hildmann pleite gehen und Daisho gar nicht mehr existieren und wir kriegen da nichts, sollte Matthias Clemens auf die Idee kommen, mit uns nicht mehr zusammenarbeiten zu wollen, weil ihm das alles zu heikel wird, ist das auch alles in Ordnung. Wir werden trotzdem nicht aufhören. Leck meinen Arsch, Bruder. Es gibt einfach, was das angeht, no retreat, no surrender. Definitiv. Ja, das ist so wie Karate Tiger 1, Bruder. Pump, pump, Motherfucker, meine Einstellung wird sich niemals verändern. Niemals. Da kann passieren, was will. Auch wenn ich am Hungertuch nagen muss und abends irgendeinen Rapper in der Kurfürstenstraße prostituieren muss, damit ich den Real Talk am Leben halte. Ich werde es machen. Glaubt mir, ich werde es machen. Deswegen, Leute, ich habe ein sehr, 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 sehr gutes Gefühl dafür, dass wir einige Köpfe, was das angeht, so ein bisschen umgepolt haben, dass sie verstehen einfach, dass sie sich nicht anschließen sollten, diesem seltsamen Lynchmob, der da draußen fordert, dass wir kaputt gemacht werden und dann aber um Boogie trauert, so, weißt du so? Seid nicht diese Menschen, so. Seid die einfach bitte nicht. Supportet uns weiter auf jeden Fall, wenn ihr der Meinung seid, dass wir es verdient haben, supported zu werden. So Sachen wie KenFM und so weiter zum Beispiel auch. Oder jetzt macht er nur noch Trailer auf die YouTube-Seite und die vollen Videos sieht man auf deren Internet-Page. Warum? Hat auch bestimmt 2 Strikes hinter sich und dachte, weißt du was, riskiere ich nicht den dritten. Das ist doch Unsinn. Ja? Und jetzt kommen wir zu der offiziellen Erklärung von Google, was ja wirklich, Alter, wirklich den Vogel abschießen wird jetzt gerade, warum der MC Boogie-Kanal gelöscht wurde. Denn alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, führt eigentlich letztendlich
zu der Information, die ich euch jetzt geben werde, das wird euren Mind fucken. Ja? Die sagen tatsächlich, die haben die Eier in der Hose zu behaupten, dass sie mitten im Attila Hildmann Stream den Kanal gelöscht haben. Aufgrund des und jetzt Trommelwirbel. Der MC Boogie Kanal, meine Damen und Herren, laut Google YouTube offiziell wurde gelöscht. Wegen dem PA Sports Podcast. Einmal alle Applaus bitte. Ja, wegen dem PA Sports Podcast. Weil dort Produkte beworben werden, die unerlaubt sind laut Community-Richtlinien. Dreimal dürft ihr raten, welches? Daisho. Nein, eben nicht. Zeck plus CBD, Bruder. Zeck plus CBD. Das hat die davor ja auch nicht gestört. Das ist die offizielle Erklärung, Bruder. Euer Kanal wurde gelöscht mitten im Attila Hildmann Livestream. Nicht, weil tausend Gehirngefickte auf Melden gedrückt haben. Nicht, weil eure Meinung gefährlich ist. Nicht, weil Attila Hildmann der Staatsfeind Nummer 2 ist. Denn Staatsfeind Nummer 1 ist immer noch Boogie auf 8 Kapseln. Nicht, weil wir euch unterdrücken wollen und weil es hier eine Meinungsdiktatur gibt, gerade die ganz offensichtlich ist. Nein, wegen dem PA Sports Podcast, Bruder. Warum habt ihr nicht gleich gesagt? Warum habt ihr nicht zum Beispiel erzählt, dass es wegen Boogies Sockengeruch ist oder wegen meiner Glatze? Das wäre ungefähr genauso nachvollziehbar. Deswegen, weißt du so, willkommen auf jeden Fall in dieser Realität. Und ich hoffe, dass immer mehr und mehr Leute von euch aufwachen werden und einfach merken werden, dass der Onkel nicht seit 15 Jahren umsonst an vorderster Front dafür kämpft, Alter, dass diese Scheiße hier endlich beendet wird, denn ich hab's einfach satt. Ich hab's einfach satt. Die Leute da draußen haben es einfach satt. Diese Zensur haben die Leute satt. Die Lügerei und die Manipulation haben sie einfach satt. Diese Gedankengänge, die implantiert werden und infizieren so viele Menschen, diese implantierten Gedankengänge vom Volk, wo du einfach mal sagen kannst, sag mir deine Meinung und ich sag dir, wer für dich denkt. Diese Sachen haben die Leute satt. Aber es sind noch nicht genug Leute. Es sind halt immer noch genug Mainstream-Marionetten da draußen, die sich von diesen Bot-Accounts und so weiter manipulieren lassen und dort halt sich beeinflussen lassen und dann auf einmal tatsächliche echte Menschen mit einem echten Account, mit einem halt wirklich real existierende Leute sich davon beeinflussen lassen und sich dieser Herde dann anschließen. Denn die Herdenimmunität, was Impfung angeht, ist nicht das Problem. Denn das ist nicht wirklich Teil unserer Diskussion. Die Herdenverblödung ist das Problem. Die Herdenverblödung. Denn Leute lassen sich nun mal von diesen ganzen Fake-Kommentaren und so weiter dann in eine gewisse Richtung lenken und machen das dann mit. Und dann sind da auf einmal echte Leute am Start, die dann schreiben, zerstört sie, verbrennt sie, macht sie kaputt, sie sind gefährlich, sie müssen weg. Das ist halt das Ding, Bruder. Die Herdenverblödung ist das Problem. Und das müssen wir auf jeden Fall loswerden, ne? Würde ich mal so behaupten. Also bitte nimmt es mir nicht übel, wenn ich vorhin diese die Alkoholstatistik nicht ganz akkurat rübergebracht habe. Ich habe es mir gerade hier angeguckt und ich hatte halt immer eine 5 in Mathe. Auch der Onkel macht mal Fehler. Aber letztendlich ist, glaube ich, die Message angekommen. Attila Hildmann als Grund dafür zu nehmen, seine Künstler nicht zu Davos zu schicken, Attila Hildmann als Grund dafür zu nehmen, uns unsere Portale zu schließen, uns kaputt zu machen. Boogie, seine Existenzgrundlage, sein Geld aus seiner Tasche ihm rauszuziehen. Diese ganzen Sachen, Alter, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Es kann nicht sein, dass die Szene das erlaubt, so. Weißt du, was ich meine? Deswegen an jeden Einzelnen da draußen, der das jetzt gerade mitbekommt, mit einem blauen Haken aus dieser Hip-Hop-Welt und so weiter. Wenn ihr wirklich nicht mehr zu unserem Podcast kommen wollt in Zukunft, weil da eine Verbindung zu einem Gast ist, den ihr vielleicht nicht feiert, ja, der letztendlich als Sponsor ja auch dann quasi jetzt für uns gestorben ist, weil Daisho ist ja tot. Warum habt ihr es dann nach Homeb gemacht? Warum habt ihr es gemacht, nachdem wir einen AfD-Politiker an unserem Tisch gehabt haben? Warum habt ihr es gemacht? Entweder ihr sagt, Meinungen müssen zugelassen werden und dann gilt es für alle, oder ihr seid Meinungsfaschisten. Und es gibt da keine Grauzone und ihr müsst euch jetzt entscheiden. Jeder einzelne von euch muss sich jetzt einfach entscheiden. In diesem Sinne, I'll be back. Get to the chopper. Hasta la vista, babies.